Die Strände meiner Heimat sind jetzt die Strände von Wien, München und Ulm. In wenigen Jahren sind die Italiener zu einem lachhaften, monströsen, kriminellen Volk geworden. Schluss mit den Halbwahrheiten. Man muss sich dem Skandal stellen. Über Frankreich und Italien geht die Sonne unter. Eine Anhäufung von Felsen und Büschen, eine kompakte Masse Land mit Zacken, Senken und Furchen. Im rosa Dunst verschwimmt der Küstenstreifen immer mehr. Man steigt eine endlose Treppe hinab und gelangt an einen steinigen Strand. Gleich dahinter die Mündung eines völlig ausgetrockneten kleinen Bachs. Das ist der Rio San Luigi. Und mitten zwischen den grauen Steinen in seinem Flussbett verläuft die Grenze. Oben rechts das Landhaus der Woronows. Und links, am Wasser, die erste Badende. Eine junge Holländerin, schön wie eine junge Zypresse. Ein Auszug aus Pier Paolo Pasolinis Reisebericht Die lange Straße aus Sand aus dem Jahre 1959. Auf drei großen Reisen durch Italien zwischen 1959 und 1971 kommt Pasolini zunehmend zu der Überzeugung, dass sich Italien dramatisch zu seinem Nachteil verändert. Auch für die Zukunft ist seine Prognose düster. Im Auftrag der italienischen Illustrierten Successo bereist er im Sommer 1959 die gesamte italienische Küste mit dem Auto. La lunga strada di Sabbia heißt die Artikelreihe. Von Ventimiglia an der französisch-italienischen Grenze um den Stiefel herum nach Triest. Insgesamt über 3000 Kilometer. Die Fotografien für die Artikelserie, die im Sommer 1959 erscheint, macht Paolo Di Paolo, ein bekannter Fotograf. Questo è il confine dell'Italia con la Francia. I monaci che fanno a loro modo le loro vacanze. Nel mese di giugno del 59. Mi recavo a Milano a parlare col mio direttore e gli dissi subito il titolo che avevo ideato, cioè La lunga strada di sabbia. A questo punto il volto del direttore si illuminò. Dice no, questo dice, è troppo bello questo titolo, non te lo faccio fare da solo. Caro Di Paolo, parti subito, torna a Roma, mettiti in contatto con Pasolini e partite immediatamente perché il primo servizio lo voglio fra 20 giorni. Pasolini ist am Ende der 1950er Jahre vor allem als Schriftsteller und Lyriker bekannt. Aber er verfasst auch erste Drehbücher mit Federico Fellini und anderen Regisseuren. Einer seiner Schnittmeister, Maurizio Ponzi, erinnert sich. Quando lui ha scritto Le strade di sabbia, che sono in fondo degli innocenti articoli per un mensile, per un rotocalco. Aveva già scritto però sia Ragazzi di vita che Una vita violenta, oltre che le sue poesie, aveva sfiorato il premio Strega. Quindi era già una realtà nella letteratura. Beide Romane schildern das Leben junger Vorstadtrömer in einer Welt der Slums und Wellblechsiedlungen. Diese Welt entspringt nicht nur Pasolinis literarischer Fantasie. Zeitweilig lebt er selbst, verarmt in der Welt seiner Romanfiguren. Als ich meine ersten Romane schrieb, betrachtete ich die italienischen Verhältnisse von innen her. Die Personen meiner Romane und Bücher verkörpern einen bestimmten italienischen Typ. Sie verkörpern sogar die Hälfte Italiens. Das andere Italien erlebt, wie das übrige Westeuropa in den 1950er Jahren, eine Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs voller Optimismus für die Zukunft. Und so dokumentieren Pasolini und Di Paolo eine Epoche, die heute schon fast wieder in Vergessenheit geraten ist. Era il secondo atto del dopoguerra.
c'era una libertà diversa, una libertà totale, una libertà di desiderare, una libertà di sognare delle cose e di vedere che c'erano ormai. Quindi è stata veramente la conclusione del dopoguerra, in senso positivo. Ecco, questa per esempio è una foto che sintetizza un po' le vacanze italiane. Sono i pensionati che pescano, gli innamorati che fanno l'amore in un piccolo quadro e moglie e marito che si fanno la gita in battellino, insomma. Ecco, questa era la sintesi un po' delle vacanze in quei giorni. Gli italiani avevano scoperto finalmente le vacanze. Die Riviera entlang brennt die Sonne und frische Wolken ziehen auf. Am Horizont durchsichtige Berge über dem tosenden Meer. Davor Alassio. Ein Strom von Seebädern namens Neptun und ersten Badegästen, von Pensionen mit Aushängen, alle auf Deutsch, von genießerisch geschlecktem Eis, von täglich mehr als 3000 Autos mit ausländischen Nummernschildern an der Grenze, von laufenden Radios, von Kindern und Kindermädchen, von Ballspielen, von unablässig tönenden Schlagern. Es ist der bunte Strom des Lebens, voll angestauter Daseinslust, ganz unmittelbar. Es ist nicht wichtig wie, sondern dass man hier ist. Jeder genießt, so gut er kann, das Ideal des Sommers an diesen herrlichen Stränden, will mit aller Kraft glücklich sein und ist es darum auch, sieht und wird gesehen auf diesem großen Fest der Liebe. Io mi ricordo che nel 60 avevo una spiaggia che si chiamava Bagni Rene, che è un po' più là. Avevo una spiaggia divisa in tre corsie. Avevo gli inglesi, i tedeschi, i francesi. Divisa. Adesso invece sono tutti italiani. C'è una famiglia di tedeschi. Probabilmente gli stranieri si sono allargati un po' verso la Spagna, verso i balneari, verso non so. In den späten 1950er Jahren ist eine Reise nach Italien für Nordeuropäer noch etwas Besonderes. Eine Fahrt über die Alpen ein Abenteuer. Auch die Küsten Italiens waren weitgehend unbekannt. Und erste Filmbilder deutscher Touristen zeigen, dass das Land eher als eine exotische Besonderheit im Süden Europas gesehen wird. Auch für Pasolini und Paolo Di Paolo war es über weite Strecken eine Entdeckungsreise in ein ihnen unbekanntes Land. Io non conoscevo Pasolini, sono da Roma, ci siamo telefonati, gli ho telefonato, ci siamo incontrati. Ed è stato un incontro veramente molto difficile per me. C'era un muro che era difficile superare, però ci accordammo e partimmo in macchina, con quella macchina che sta lì dietro. Cominciò con un mutismo assoluto. Io non sapevo che argomento proporre, perché io guidavo. Lui guardava di fuori, ma non parlava. E qui era proprio il secondo giorno del viaggio, vicino a Genova. Poi un'altra cosa per cui io diffidavo, lui non beveva vino. Per un italiano che non beve vino è un po' sospetto. Cioè, agli italiani piace bere, soprattutto quando si è in buona compagnia, in allegria, no? Piace bere. E lui non... 1947 war Pasolini Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens geworden. Wegen seiner Homosexualität, zu der er sich offen bekannte, wird er schon 1949 wieder aus der Partei ausgeschlossen. Dennoch bleibt er ihr zeitlebens in kritischer Distanz verbunden. Dire che comunista non è la parola esatta, sono marxista. Infatti non sono iscritto al Partito Comunista. E anzi sono spesso in polemica con il Partito Comunista Italiano. Io li accusavo di essere appunto ancora post-stalinisti, di non aver criticato abbastanza profondamente, abbastanza radicalmente lo stalinismo. Quindi la parola, la definizione esatta è che sono marxista, cioè accetto una diagnosi della società di tipo marxista e trovo che le soluzioni per il futuro sono quelle indicate da Marx. Für Pasolini eine besondere Provokation: die Yachthäfen der Reichen und Superreichen an der Riviera-Küste. Allen voran Portofino.
Die Piazzetta von Portofino, rund um die tief eingeschnittene Hafenbucht, grün wie ein Alpenfluss, ist eine Bühne für Milliardäre. Wo einfache Millionäre oder der proletarische junge Mann mit seinem schwarzen Blouson und den amerikanischen Hosen oder das Callgirl aus Biella mit dem vulgären Mundwerk eines Schulmädchens nur kurz vorbeikommen. Die Preise sind horrend. Sie verwehren kleinbürgerlichen und proletarischen Seelen den Zugang. Alles ist unverfälscht, intakt. Die Häuser, seien es Mietshäuser oder Milliardärsvillen, sind massiv wie Festungen. Die Blumen leuchten in ihrer ganzen Pracht. Es gibt kein einziges welkes oder angefressenes Blatt mehr. Questo per esempio, sempre fatto il primo giorno. Io dissi scusa, io devo fare necessariamente una foto perché non si poteva perdere un'immagine come questa. Il lavoro umano di fronte a questi giganteschi piroscafi, no? E lui mi dice sì, ti capisco. E allora stava a guardare e chissà cosa pensasse. Questa è stata fatta alla Spezia. La Spezia ist menschenleer. Jeder ist am Meer, in der Bucht. Einer der schönsten Sonntage meines Lebens beginnt. San Terenzo ist ein kleiner Ort vor Lerici. Die Piazza liegt auf dem Strand. Die Türen der Häuser und Cafés öffnen sich auf den schmalen Streifen Sand. Und auf den schmalen Streifen Sand hat sich die Menschenmenge der schönsten Sommertage ergossen. Ein prächtiges Schauspiel. Ganz in Rot, Blau und Grün. Junge Leute. Kinder, Mütter, Matrosen, arme Leute tummeln sich hier in Festtagslaune unter Rufen, Gelächter und Spielen. Der Mittelpunkt des Festes ist Lerici. Noch nie ist mir die Sonne so gewaltig und so perfekt erschienen. Eine lange Kamerafahrt über die Mole von Lerici am Fuß des mit Häusern dicht besetzten Berges, den kleinen Hafen entlang, wäre ein ganzer Film. Gli italiani non hanno l'abitudine di visitare le nostre straordinarie città, i nostri musei, i nostri luoghi d'arte. Non lo hanno questo amore, tranne pochi. Quindi la vacanza, il turismo è concepito soltanto come evasione momentanea dal lavoro, dalla routine quotidiana. Die Berge der Versilia. Sind sie heiter oder düster? Das wird man nie verstehen. Dieses jähe Auflodern des Marmors, das wie zufällig durch das Dunkel dringt. Hier ist der Strand von Cinquale. Ein Meer voller Erinnerungen. Sie nähren sich vor allem von meinem Freund, dem Dichter Bertolucci, der seine Ferien hier verbringt, in Gesellschaft der erlesensten Literaten. Schon D'Annunzio war hier und Huxley. Und Thomas Mann, der seine Kinder zum Entsetzen der Italiener nackt baden ließ. Auch Rilke kam in diese Gegend. Malaparte war hier in der Verbannung. Inmitten dieser Erinnerungen, gegen die das bisschen Hintergrund der Berge der Versilia wenig ausrichtet, spaziere ich am Strand von Cinquale. Und was sehe ich? Eine Gruppe Deutsche ohne Geld. Zwei junge Burschen und zwei Mädchen. Blond wie Mais. E poi si trovavano i bravi carabinieri che dovevano controllare se il bikini avesse un centimetro in meno e in più. E loro invece vedevano tutti vestiti con la bandoliera. Livorno ist nach Rom und Ferrara die Stadt in Italien, in der ich am liebsten leben würde. Die Einwohner von Livorno sind hart und unsentimental. Sie haben den jüdischen Scharfsinn, die guten Manieren der Toskana und eine amerikanisierende Sorglosigkeit. Junge Männer und Mädchen sieht man immer zusammen. Die Gesichter ringsum sind bescheiden und fröhlich, schelmisch und ehrlich. Auf den prächtigen breiten Strandpromenaden liegt immer ein Fest in der Luft wie im Süden. Jedes Mal lasse ich mein Herz an dieser breiten Strandpromenade zurück, wo es von ungezwungenen, glücklichen jungen Leuten wimmelt. Man hat kaum das Gefühl, in Italien zu sein.
Kurz hinter Livorno dann ein weiterer Höhepunkt der Reise auf der Strecke von der Toskana nach Rom. Das schönste Meer Italiens findet man an den Klippen zwischen Calafuria und Quercianella. Auch in Capri gibt es so fantastische Klippen und so klares Wasser. Doch dort liegen immer irgendwelche Essensreste und Müll herum. Hier ist alles so makellos wie auf den Inseln von Jules Verne. Der vor Rom gelegene Strand von Fregene bildet das Ende der ersten Etappe der langen Straße aus Sand. Viele Künstler Roms ziehen sich im Sommer hierher zurück. Unter ihnen auch einer der berühmtesten Schriftsteller seiner Zeit, Alberto Moravia, ein enger Freund Pasolinis. Questo Moravia è fotografato qui vicino a Roma, a Fregene, villaggio dei pescatori, dove lui ed altri artisti, pittori, anche gente della moda avevano dei piccoli alloggi, proprio delle baracche, in cui lui si ritirava, vede in tutta solitudine, molto tristemente, devo dire, così a scrivere. Ich gehe sofort Moravia begrüßen. Er ist springlebendig wie ein junger Mann, hat sich aber zurückgezogen, um seinen neuen Roman La Noia, die Langeweile, zu schreiben. Und ich gehe zu Fellini, der hinter den kleinen Villen von Fregene, hinter dem Pinienwald, eine Episode für La Dolce Vita dreht. Jetzt bin ich wirklich in Rom angekommen. Bei der High Society Roms, bis heute ebenfalls sehr populär, der Strand von Sabaudia, einer Stadt, die 1934 ganz im Stil der faschistischen Architektur Mussolinis als ideale Stadt erbaut wurde. Wie seltsam doch dieses Sabaudia ist. Seine wahnhafte Vermessenheit darf nicht vergessen werden. Etwa eine Autostunde südlich von Rom gelegen, sind hier die Sommerhäuser der Schriftsteller und Filmstars in die Dünen gebaut. Ganz in der Nähe des Monte Circeo, der Sage nach ein Berg, der seinen Namen von der Zauberin Kirke aus der Irrfahrt des Odysseus bekommen hat. Dann der Strand von Circeo. Ich fahre weiter. Mein Herz klopft vor Freude, vor Ungeduld, vor Erregung. Ganz allein, ich und mein Fiat Milecento. Und der ganze Süden vor mir. Pasolini und Paolo Di Paolo legen nur die erste Etappe der Reise gemeinsam zurück. Dann fährt jeder für sich unterschiedliche Strecken der Rundfahrt ab. Dopo pochi giorni chiamai al direttore, dice: guardi che non aspettarti che io faccia delle cose che lui descriva, perché sicuramente lui descriverà delle cose che io non posso fotografare. E lui mi disse: benissimo, meglio così. Voglio due racconti diversi, uno fotografico e uno scritto. Schon bald werde ich an einer Abzweigung angehalten. Es sind zwei Deutsche, ein blutjunges Pärchen, fast noch Kinder. Ich halte an, lasse sie einsteigen. Woher kommt ihr? Frage ich. Aus Düsseldorf. Und wohin wollt ihr? Nach Sizilien. In Sperlonga muss man sie gesehen haben. Mit der Zurückhaltung wohlerzogener Menschen geraten sie buchstäblich aus dem Häuschen. Sie können es nicht fassen, dass sie sich leibhaftig in diesen engen Straßen befinden, in dieser weißen Kaschba mit atemberaubenden Blicken auf das Meer bei Sonnenuntergang. Als Pasolini Neapel erreicht, ist er endgültig im Süden Italiens angekommen. Hier beginnt eine andere Welt. Schon kurz nach seiner Ankunft fällt eine Bande von Straßenjungen über ihn her, zunächst noch unsicher, ob es sich bei ihm um einen Touristen oder um einen Italiener handelt.
Im Hintergrund die Silhouette des Kastells, stellt sich mir ein junger Mann mit einem Strauß Rosen in den Weg und bietet mir eine Rose an. Das Leben ist hart, mein Herr. Er ist der Erste. In Scharen stehen sie neben dem Restaurant. Wie Schwärme kleiner Insekten fallen sie über den Fremden her, stürzen sich wie Düsenjäger auf ihn, umkreisen ihn hartnäckig wie alte Fliegen. Das Recht ist immer auf ihrer Seite. Als ich aus dem Restaurant komme, beäugen sie mich, aber sie sind unschlüssig. Doch dann stellt sich der Kleinste von ihnen vor mich hin, hinter sich die Meute und bittet: 10 Lire, 10 Lire. Ich gebe ihm 50. Schon ist es passiert. Das Heer der armen Schlucker umringt mich, und während ich erneut die Brücke überquere, folgen mir alle. Dann schießt der 10-Lire-Winzling blitzschnell los, mit gesenktem Kopf und der Entschlossenheit eines Wahnsinnigen, und stürzt sich auf ein deutsches Kapitalistenpaar. Der Kleine lässt nicht von ihnen ab, bis er ihnen eine Münze entlockt hat. La strada di sabbia è un lavoro che ha una sua simpatica umiltà, godibilissimo da leggere, che rivela la gentilezza d'animo di Pasolini, secondo me, il quale sfiora personaggi che qualunque intellettuale italiano di quel tempo avrebbe trattato magari con una sufficienza che invece a lui era estranea. Ende der 1950er Jahre ist Neapel eines der armen Häuser Europas. Insbesondere die pittoreske Altstadt gilt damals noch als trauriges Beispiel von Unterentwicklung im Süden Italiens, die in starkem Kontrast zu den eher wohlhabenden Städten im Norden des Landes steht. Gli italiani io li vedo un po' come i rappresentanti europei, probabilmente con gli andalusi o con certi popoli jugoslavi o balcanici. I rappresentanti del terzo mondo. La caratteristica del terzo mondo è di appartenere a una fase culturale preindustriale. Eine Charakterisierung, die Pasolinis Eindrücke bei seiner Reise immer weiter in den tiefen Süden Italiens maßgeblich beeinflusst. Bei seiner Abfahrt von Neapel nach Reggio Calabria bemerkt er: Welch ein Rausch! Am frühen Morgen in Neapel loszufahren, in einer himmelblauen Luft, bei der dir das Herz aufgeht. Über den endlosen Kulissen aus hässlichen, ockerbraunen, erdfarbenen Häusern einer Peripherie ohne Industrien, ohne Straßen, ohne gar nichts, die als Wohnviertel für den Plebs entstanden sind, hängen schier unglaubliche Gerüche. Aufgeweichtes Stroh und Süßholz, Abwässer und Zitrusgewächse. Für uns sind es Gerüche, die eine längst vergangene Zivilisation überdauert haben. Doch für den, der hier lebt, ist sie noch absolut gegenwärtig. Das gilt auch für Kalabrien. Es ist dieser Abschnitt der Reise, auf dem Pasolini zum ersten Mal, eher beiläufig, das Phänomen des organisierten Verbrechens im Süden Italiens erwähnt. Reggio Calabria, eine außergewöhnlich theatralische und eigentümliche Stadt von beklemmender Armut, wo man auf den langen, parallel zum Ufer verlaufenden Straßen Lastwagen mit Aufschriften wie »Gott steh uns bei« sieht. Ich staune über den Liebreiz, die Friedlichkeit und den Glanz der Küste. Dann führt die Straße vom Meer weg und in einen ganz und gar gelben Landstrich, wo die Hügel aussehen wie von Kafka erdachte Dünen. Der Sonnenuntergang taucht sie in blutiges Rosa. Bauern kehren zurück, auf Pferden oder mit alten, sehr langsamen Karren, über die höllisch heiße Straße, ohne einen Baum weit und breit. Ich fahre durch die Gegend um Cutro. In der hellen Sonne am Straßenrand 2 Männer. Sie bedeuten mir anzuhalten. Ich weiß, dass ich es nicht tun sollte. Aber ich halte trotzdem. Dies ist eine gefährliche Gegend, sagt der Dunkelhaarige. Nachts fährt man hier besser nicht durch. Die Autos werden angehalten und ausgeraubt. Dann, als sich die gelben Dünen ausdehnen auf eine Art Hochebene, Cutro. Von allen Orten dieser ganzen langen Reise beeindruckt mich Cutro am meisten. Es ist genauso ein Banditendorf, wie man es aus manchen Western kennt. Hier die Frauen der Banditen, dort die Kinder der Banditen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber man spürt, dass wir hier in einem gesetzlosen Raum sind, in einer anderen Welt.
Im Lächeln der Jungen flackert ein zu viel an Freiheit auf, an Verrücktheit fast. Im hitzigen Treiben, das der Abendessenszeit vorausgeht, zeigt sich die Omerta als ein fröhliches Stimmengewirr. So hält man es in ihrer Welt nun mal. Aber das alles ist von einer Stille und Leere umrahmt, die Angst macht. Pasolinis Äußerungen über Cutro in der Illustrierten Successo rufen im Sommer 1959 einen heftigen Streit um Nord und Süd, Arm und Reich in Italien hervor. Der Bürgermeister von Cutro erstattet gegen Pasolini Anzeige wegen Verleumdung. Pasolini habe die Reputation, die Ehre, den Anstand und die Würde der arbeitsamen Bevölkerung von Cutro offen und schwer verletzt. Pasolini dagegen verteidigt seine Ansicht, dass die Armen der Gesellschaft tatsächlich von der herrschenden Klasse ausgegrenzt und somit indirekt zur Kriminalität gezwungen würden. Die neue Stadtverwaltung von Cutro zieht später die Klage zurück. Ich glaube, in Italien gibt es nur wenige, die jemals die ganze Küste zwischen Reggio und Tarent an einem Tag abgefahren sind. Jetzt, in Tarent angekommen, das über den beiden Meeren leuchtet wie ein riesiger, zersplitterter Diamant, kommt es mir vor, als hätte ich die Fahrt geträumt. Tarent, die perfekte Stadt. Hier lebt man wie in einer Muschel, in einer geöffneten Auster. Hier das neue Tarent, dort die überfüllte Altstadt. Ringsum die zwei Meere und die Strandpromenaden. Am Horizont liegen englische, italienische und amerikanische Kriegsschiffe. Auf seiner Fahrt zurück in den Norden Italiens erreicht er im August 1959 den Ort Francavilla al Mare an der Adria. Je weiter er nach Norden gelangt, umso mehr ist ihm alles sehr vertraut. In Francavilla beginnen die großen Strände der Adria und eine neue Badekultur. Für mich ist es, als würde ich in die Welt meiner Gewohnheiten und meiner Erinnerungen zurückkehren. Lebe wohl, Süden, Getümmel der Armen, der Diebe, der Hungrigen und der Sinnlichen. Unverfälschter und geheimnisvoller Speicher des Lebens, der nun hinter mir liegt. Der seit vielen Jahren gut besuchte Strand von Cattolica, nunmehr aufgeschichtet, verfeinert, veredelt und übermäßig vergrößert, ist voller Frauen. Nun beginnen die Strände meiner Kindheit und Jugend. Ich werde keine neuen Strände mehr entdecken, nur noch bekannte überprüfen. Nach Riccione fuhr ich in die Ferien, als ich Gymnasiast war. Dort angekommen, erkenne ich fast nichts wieder. Als Pasolini endlich Triest erreicht, nimmt er von der Pracht der Architektur dieser Stadt keine Notiz. Auch hier interessiert er sich vor allem für die Randbezirke, die letzten Abschnitte der Adriaküste bis zur Grenze des damals noch existierenden Jugoslawien. Noch nie bin ich in die Peripherie von Triest gefahren, die sich entlang der Straße nach Istrien und Pula erstreckt. Niemand ist auf der Straße unterwegs, außer mir. Triest endet mit den letzten Werften am Hafen, den letzten großen Mietshäusern vor diesen nebligen, traurigen Hügeln unter dem weißen Schleier des Himmels. Hin und wieder gibt es neben der Straße, die am Meer entlang führt, einen kleinen Strand mit Familien und dem zeitlosen Lächeln der triumphierenden Jugend. Ein kurzes, trostloses Gewimmel. Ich fahre an Muggia mit seinem kleinen Hafen vorbei, der eine Miniaturausgabe des Hafens von Triest ist. Und dann Lazzaretto, der letzte italienische Strand. Es ist unglaublich, aber hier flackert Italien ein letztes Mal auf. Ein Italien, wie ich es seit Hunderten von Kilometern nicht mehr gesehen habe. Der kurze Strand von Lazzaretto könnte in Kalabrien liegen. Nicht weit davon die Grenzpfähle mit den Wächterhäuschen. Hier endet Italien,
Hier endet der Sommer. Offenbar übersehen hatte Pasolini einen der traditionellsten und zugleich skurrilsten Badeplätze von Triest. Das Meerbad La Lanterna am Rande des Hafenbeckens. Eingerichtet im Jahre 1903, als Triest noch zum Kaiserreich Österreich-Ungarn gehörte, zieht sich bis heute eine 3 Meter hohe Mauer durch das Bad, die Frauen und Männer trennt. Damals Ausdruck der Prüderie und kaiserlich-katholischer Moralvorstellung, die ein gemeinsames Bad von Männern und Frauen untersagte, wird hier bis heute nach Geschlechtern getrennt gebadet. Nun aber auf ausdrücklichen Wunsch der Bevölkerung. Sie hatte sich vor ein paar Jahren mit großer Mehrheit für eine Beibehaltung der traditionellen Geschlechtertrennung ausgesprochen. An sich ein idealer Ausgangspunkt für einen Dokumentarfilm, den Pier Paolo Pasolini im Sommer 1963 beginnt. Wiederum bereist er ganz Italien. È sempre il problema del sesso un problema terribile oppure lo affronta con semplicità? No, per me è molto importante. È terribile, direi. E tu, Antonella, pensi che è meglio parlarne comunque nella società italiana di queste cose o no? Sì, sono dell'idea di sì. Der Film Comizi d'amore dokumentiert erstmals offen die Einstellung der Bevölkerung zu Liebe und Sexualität. Quando è nato un figlio d'un'amica di mia madre, l'ho visto che era in un cestello. Ah sì, e chi l'aveva messo lì? Gesù, io, la cicogna, la lavatrice, la mamma. Die Unbefangenheit, mit der Pasolinis Interviewpartner auf seine Fragen reagieren, erstaunt auch heute noch. Denn der Schriftsteller Pasolini hatte inzwischen den Film für sich entdeckt. Und schon seine ersten beiden Filme, Acatone und Mamma Roma, machten ihn in ganz Italien berühmt. Bereits als junger Mann, noch unter Mussolini, hatte er die Klassiker des internationalen Kinos kennengelernt. Fin da allora pensavo che mi sarebbe piaciuto fare regista, poi la guerra, il dopoguerra hanno fatto sì che lo dimenticassi, ma appena si è presentata l'occasione ho ripreso questa mia vecchia passione giovanile. Il cinema per lui era veramente il suo linguaggio principale perché era il linguaggio dell'azione, come diceva lui, il primitivo linguaggio umano con i gesti e tutto. Quindi lui stava introducendosi, diciamo, nei cambiamenti della realtà italiana di quel tempo un po' in sordina. Per esplodere poi con Accattone. Accattone è un film che potete discutere, accettare, respingere, ma che comunque impegnerà la vostra intelligenza in un gioco che non sempre il cinema offre. Wieder sind es Randfiguren der Gesellschaft aus den heruntergekommenen Vorstädten Roms, die er zu Hauptfiguren seiner Filme macht. Accattone, ein Zuhälter, dessen Leben tragisch endet, und Mamma Roma, eine Prostituierte, die versucht, sich ihrem Sohn zuliebe ein bürgerliches Leben aufzubauen. In beiden Filmen vertraute Pasolini vorwiegend auf Laienschauspieler. Einzige Ausnahme ist Anna Magnani. Die brutale Offenheit beider Filme im Umgang mit Sexualität und Prostitution provoziert 1962 beim Filmfestival in Venedig einen tätlichen Angriff neofaschistischer Schläger auf Pasolini. Gli italiani divisi in opposte fazioni discutono sul sesso. In comizi d'amore cercano di vedere come la mettiamo col bene e col male. No, mi sento di poter regolare la mia vita sessuale in base ai miei principi. Lei ha dato una buona definizione della libertà, devo dire. Io penso all'uguaglianza tra la donna e l'uomo in tutti i sensi. Tanto più di libertà l'uomo lo deve avere. Ma perché? Come perché? Perché è uomo! Lato sesso e lato femminile per noi non dico che sia di secondaria importanza, ma insomma è un'attività o un tempo o un hobby, chiamiamolo, un po' marginale. Una Democrazia Cristiana e un Vaticano trionfanti e facevano sì che c'era da parte della popolazione un'idea del sesso quanto mai primitiva, che non poteva che indignare un uomo come Pasolini. Niente è più faticoso che parlare del sesso. Eppure se ne deve parlare, dice Pierpaolo Pasolini. Per la prima volta, o quasi, credo che si faccia un film, quello che i francesi chiamano cinema verità. E per la prima volta, il cinema verità in Italia parla
della questione sessuale. Per lei il problema sessuale ha molta importanza nella vita moderna o no? Sì. No, ma a proposito di quello che Freud chiama la libido, diciamo le debolezze della carne. Io se vedo una bella ragazza, il cattivo pensiero italiano ce lo fa. Dalla campagna vengono cose spaventose. Ma sentite cosa dice, è vero? Beh, questo veramente mi sembra inconcepibile. Con le bestie. La bellezza, secondo me, dei Comizi d'amore sta proprio anche in questo caso nella dolcezza e nell'umiltà con la quale lui intervista le persone che ferma per la strada. Ecco, quello ne fa il segreto, è un segreto irripetibile. Molti hanno provato a fare la stessa cosa negli anni successivi, ma senza quel tipo di approccio che Pasolini aveva, e le risposte non sono altrettanto sincere, vere, importanti. E quindi Comizi d'amore, secondo me, è un capolavoro. Tu e la tua ragazza, siete arrivati tutti e due vergini al giorno delle nozze o no? Io sì. Tu sei favorevole al divorzio? Io? No. E perché? È perché sono calabrese. Per esempio, io sposato, mia moglie mi farebbe... Facendo il divorzio, io resterei sempre un cornuto. Quindi, è meglio... Am Ende des Drehs sieht Pasolini seine Arbeit an dem Film als eine Erfahrung, die er niemandem wünscht. So entsetzlich sei die Enttäuschung und der Verlust an Achtung vor den eigenen Mitbürgern. Winter 1970-71. Wieder reist Pasolini durch ganz Italien, das sich innerhalb von nur wenigen Jahren in ein Land schwerster sozialer Konflikte verwandelt hat. In Reggio Calabria herrschen seit Monaten bürgerkriegsähnliche Zustände. Polizei und Carabinieri liefern sich Straßenschlachten mit der verarmten Bevölkerung der Stadt. Der äußere Anlass ist eine Verwaltungsreform. Tatsächlich plagt die Menschen die hohe Arbeitslosigkeit und der Hunger. Da queste barracche, qua, de mangi dei topi. Ora siamo in queste barracche, c'è le topi, le fame, le ragazze. Bastava perché diceva che le rivolte così erano fasciste. Però questo è assunto di modo più radicale della parola, perché queste manifestazioni sono apertamente proletarie. Dove c'è la fame, c'è la disperazione. E il fascista si appropria, fa un po' della fame, si attacca a tutti quello di prezzo. Italien gleicht im Winter 1970-71 einem besetzten Land. Die außerparlamentarische Gruppe Lotta Continua bittet Pasolini, diese Stimmung in den Zentren des Widerstandes zu dokumentieren, so auch in Neapel. Selbst die Kinder der Stadt, noch 1959 von Pasolini liebevoll geschildert, nehmen jetzt an den Kämpfen teil. Hanno fatiche creature, perché loro non vanno mangiare. Si non fatica che si cazzo, si vogliono girare. E questa che è la lotta, questa è la lotta è vogliono. Ci hanno risposto, vabbè, voi se volete un posto dovete emigrare, voi vi doveste vergognare perché deve emigrare lei. Pierpaolo mi telefonò e mi disse che aveva cominciato questo documentario con Lotta Continua, ma che avevano accumulato una grande quantità di materiale in moviola e che c'era assolutamente bisogno di qualcuno che lo mettesse in ordine, che cominciasse un po' a montarlo. E insomma, mi chiese se me la sentivo di fare questo e naturalmente dissi sì, ero felicissimo di farlo. Mi parlò di qualche settimana di lavoro al massimo. In realtà dura più di un anno il lavoro. Ausgangspunkt des Filmes ist Mailand, das Kapital- und Finanzzentrum Italiens und bis heute eine der reicheren Städte des Landes. An der kleinen Piazza Fontana in der Nähe des Doms hatte damals eine Bank ihren Sitz, die Kredite an die Bauern der Lombardei vergab. Die Banca Nazionale dell'Agricoltura, direkt gegenüber der Polizeistation. Hier versetzt am 12. Dezember 1969 ein dramatisches Ereignis ganz Italien in Angst und Schrecken. Am Nachmittag gegen 4 Uhr wird auf die Landwirtschaftsbank ein Bombenanschlag verübt, dem 17 Menschen zum Opfer fallen. An die 100 Personen werden verletzt.
Ganz Italien steht unter Schock. Io avevo 9 anni all'epoca e mia sorella ne aveva 8. Noi eravamo a casa di altre bambine a giocare. Quando siamo arrivate a casa, che sono state verso le 7:30, abbiamo trovato la polizia che stava perquisendo l'appartamento. Noi non sapevamo che c'era stata una strage, non sapevamo nulla. Quando i poliziotti sono andati via da casa, nostra madre ci ha raccontato, ci ha detto che era successo un fatto molto grave, che era scoppiata una bomba in una banca e che c'erano stati dei morti e che anche nostro padre era stato fermato. Ma ci aveva rassicurato che non sarebbe successo nulla di grave, che sarebbe stato rilasciato dopo avergli fatto prendere un bello spavento. Gleich nach dem Bombenanschlag verhaftet die Polizei eine Gruppe Mailänder Anarchisten, unter ihnen auch Giuseppe Pinelli, den Vater von Silvia und Claudia. Für die Polizei steht fest, dass die Urheber des Anschlags sich in den Reihen der Mailänder außerparlamentarischen Linken befinden. In andere Richtungen wird nicht ermittelt. Am 15. Dezember stirbt Giuseppe Pinelli. Er stürzt unter nie geklärten Umständen nach dreitägigem Verhör aus dem 4. Stock des Polizeigebäudes in der Via Fate Bene Fratelli. Der Untersuchungsbericht des Gerichts spricht vom zufälligen Tod Pinellis. Ein Jahr nach dem Tod Pinellis besucht Pasolini mit seinem Kamerateam die Witwe in Mailand und führt mit ihr ein ausführliches Interview. Zum ersten Mal spricht Licia Pinelli vor einer Kamera über ihre Sicht der Ereignisse. Alle 1:05, giorno 16, sono arrivati i giornalisti e le amiche fino alla morte. Ho telefonato al dottor Calabresi dicendo come mai non mi avesse avvertito. Ma sa signora, abbiamo molto da fare. La considero una intervista bellissima. Mia madre è bellissima. Rivederla in quella sofferenza intensa e con il rispetto che è riuscito a mettere Pasolini nell'intervistarla. Ha fatto trapelare, ma non ha fatto violenza. Le ha fatto raccontare quello che ha vissuto. E probabilmente è stata la prima volta, era passato un anno dalla morte di Pino. Ricordo che noi eravamo bambine e aveva fatto delle riprese, tra l'altro, del cortile di dove abitavamo fuori. E so che Pasolini mi aveva colpito per questo viso sofferente, magrissimo, eppure con una energia che riusciva a trasmettere. Pasolini und Lotta Continua haben sofort den Verdacht, dass der Staat, wie beim Tod von Pinelli, auch bei den Attentaten seine Hand im Spiel hat. Als sie jedoch mit den Interviews für den Film 12 Dicembre, der 12. Dezember, in Mailand beginnen und unter Passanten die Frage stellen, wer hinter dem Attentat stehen könnte, ernten sie eisiges Schweigen. Und bis heute wird der Familie Pinelli ein Prozess um den Tod des Vaters und Ehemanns versagt, obwohl sich zum Zeitpunkt seines Todes mehrere Polizisten im Raum befanden. Noi abbiamo sempre rimbalzato con un kafkiano muro di gomma. Non siamo mai riusciti ad arrivare a un processo. Non si poteva parlare della morte di Giuseppe Pinelli in un'aula di tribunale. Giuseppe Pinelli è stato archiviato sempre, subito. Prima come suicidio, poi come malore attivo, poi come morte accidentale, tutte archiviazioni. Non si è mai entrati in un'aula di tribunale. Nel 69 ci sono stati 145 attentati. E il più grave è quello appunto del 12 dicembre. Cioè il 69 segna veramente un momento di passaggio. Si è rischiato con la strategia della tensione e di arrivare a uno stato autoritario. Ein Jahr nach dem Attentat und dem Tod Pinellis begleitet Pasolini dessen Frau beim Besuch des Grabes auf dem Mailänder Zentralfriedhof.
Er kann noch nicht wissen, dass sich Jahre später erst sein Verdacht bestätigen wird. Heute ist durch ordentliche Gerichte und parlamentarische Untersuchungskommissionen endgültig bewiesen, dass die meisten Anschläge auf das Konto der rechtsradikalen Organisation Ordine Nuovo gehen, die von Personen auf den Militärbasen der USA und der NATO unterstützt wurden. Giuseppe Pinelli wurde 2009 endgültig rehabilitiert. Noi ci siamo ritrovati con i familiari delle vittime di Piazza Fontana in occasione del 9 maggio del 2009, quando per la giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ci ha invitato al Quirinale. Abbiamo ricevuto una telefonata in cui ci veniva annunciato che il Presidente della Repubblica, in occasione di quella giornata, avrebbe inserito il nome di Giuseppe Pinelli quale 18. Vittima innocente della strage di Piazza Fontana. 1979 beschließt die Familie, die sterblichen Überreste Giuseppe Pinellis auf den Friedhof von Carrara zu überführen. A Carrara c'è proprio un angolo del cimitero riservato agli anarchici. Hanno riposizionato la lapide con la poesia di Sporriver e poi hanno aggiunto questo ceppo di marmo con scritto a Pino gli anarchici. E quindi lui rimane lì. Non è il posto dove lui è cresciuto, è il posto del cuore. A Carrara c'è una grandissima tradizione libertaria. Das ist kein Zufall, denn bis heute ist die Arbeit in den Marmorbrüchen von Carrara gefährlich. Und es waren die anarchistischen Arbeiter, die nur mühsam eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen erstritten. Heute ersetzt schweres Gerät oft die Handarbeit in den Steinbrüchen. Dennoch kommt es immer wieder auch zu tödlichen Unfällen. Es ist dieser Ort gefährlicher körperlicher Schwerstarbeit für den Luxusartikel Marmor, den Pasolini für den Film 12 Dicembre 1971 ebenfalls aufsucht, um sich an Ort und Stelle über Arbeitsbedingungen und Unfallrisiken zu informieren. In Colonnata, hoch in den Bergen und inmitten der Steinbrüche, interviewt er eine Gruppe von Arbeitern. Qui fu una sorpresa naturalmente l'arrivo di Pasolini. Perché era la prima volta, che era la prima volta che un regista famoso veniva qui a riprendere innanzitutto i luoghi di lavoro, i drammatici luoghi di lavoro delle cave. E se lo ricordano tutti qui nel paesino. È una brava persona, sicuro. E abbiamo passato qualche ora insieme. Abbiamo un po' scherzato anche, perché sulle cave lassù c'è il cavatore che lo chiamavano Paolo della Man. Era una persona gentile. Pasolini, venuta a conoscenza di queste innumerevoli morti sul lavoro, propose di andare al cimitero di Codana, qui sotto, dove si commosse tantissimo perché c'erano più lapidi di morti sul lavoro che lapidi di morti naturalmente. Più degli incidenti vengono fatti per paura di perdere il lavoro. Quelli che non possono ribellarsi, hanno una famiglia, dei figlioli, che non possono, devono soccombere e vanno al pericolo. Abbiamo già provato molti anni indietro a prenderlo sulle spalle e fargli fare il giro della città, davanti all'autorità, davanti al commissariato, davanti a tutte le autorità che esistono, ma niente ce n'è. Allora non c'era strada, niente. Magari si faceva male un cavatore, c'era una sirena. Avvisava tutti i cavatori che erano intorno per andare a aiutare l'ammalato, capito? Quando suonava la sirena,
qui in paese nessuno sapeva chi è, a chi era toccata la insorte di morire. E allora tutte le mogli, le figlie, scendevano in fondo giù a vedere chi era. Se era mio marito, se era il suo, se era mio padre, figlio, se era suo padre. E quindi erano anni di tensione continua. Anfang der 1970er Jahre überträgt sich diese Spannung auf ganz Italien und hält das Land mehr als 10 Jahre lang in Atem. Bombenanschläge, Entführungen und politische Morde kennzeichnen die Atmosphäre in dieser Zeit des Terrors. Auch Pasolini wird ein Opfer jener bleiernen Jahre. Am 2. November 1975 wird er unter bis heute ungeklärten Umständen am Strand von Ostia in der Nähe Roms ermordet. Schon 1971, nach seiner dritten und letzten Reise durch Italien, schreibt er ernüchtert: Das Italien, welches ich als Vater erlebe, hat sich weit von dem entfernt, in dem ich als Sohn lebte. Es hat sich nicht verbessert. Auch wenn die formale Demokratie von heute unendlich viel besser ist als der Faschismus von gestern. Aber die Zukunft Italiens und der Welt war gestern viel besser als heute. Gestern gab es etwas Banales, aber Richtiges, das man erhoffen konnte. Heute hat man den Eindruck, als würde alles noch einmal von vorn beginnen müssen.